mal die Gelegenheit. Und weil du ja Hobbyhornist bist, da haben wir jetzt was, nämlich die Men in Blech, Georg Beinlich. Der mit der Posaune tanzt, das ist Wassily Goron, Bandleader und Choreograf der Men in Blech. Seine Band braucht weder Strom noch Soundcheck. Die Musiker kommen aus Italien, Brasilien, Kuba und Hamburg. Ihre Blaskapelle äußerst mobil. Das ist ein bisschen Sport, das ist schwierig, aber das Publikum reagiert sehr gut. Und wir sind fürs Publikum hier. Und ich spiele keine Musik für Musiker. 2007 gründete der Ostukrainer Men in Blech. Zuvor spielte er Posaune in einer Salsa-Band, tanzte auch gerne. Warum nicht beides kombinieren, so seine Idee. Der erste Auftritt, Uni Hamburg. Seither tourt die Band mit wechselnder Besetzung quer durch Europa. Heute in der Hamburger Mönckebergstraße. Für 4x30 Minuten muss die Puste reichen. Wassily hält sich mit Kickboxen fit. Die Choreografie durchaus anspruchsvoll. Besonders für Trompeterin Wiebke Hahn. Gerade neu dabei. Man muss immer gut Luft holen, aber die Choreos sind zum Glück auch so gemacht, dass man beides handeln kann irgendwie. Aber man muss das üben, seine Arten einteilen und sich auch vornehmen, okay, hier atme ich, gleich muss ich spielen, jetzt muss ich mich wieder auf die Schritte konzentrieren. Das muss man ja im Kopf gut mental vorbereiten. Ja. Neue Bandmitglieder lässt Wassily erst vortanzen. Denn Musiker, die beides können, sind rar. Ich habe in Kindheit Zirkus gesehen, also wo die Bären tanzen und Schlittschuhe fahren können. Und dachte mir, mit Musiker kann man das auch das selber machen. Also es war ein sehr naiver Gedanke, aber trotzdem habe ich geschafft. Also wir trainieren sehr oft. Tanz und Schalldruck. Faszinierend. Mega cool. Gerade weil die dazu auch ein bisschen tanzen und das einfach anders interpretieren und eine Kombination von mehreren Musikstücken, also Stilen haben. Ich finde das echt total cool. Ich glaube, das macht denen auch richtig Spaß. Sieht man jedenfalls. Früher hatte Wassily weniger Spaß. Posaune lernte er beim russischen Militär. Damit dort auch mal Freude einkehrt, schickte er Aufnahmen seiner Band an einen befreundeten Militärkapellmeister. Aber die haben das probiert, also ungefähr 3 Monate, und die haben musikalisch alles haben die geschafft, aber nicht choreografisch. Also deswegen, also es ist wirklich schade. Ich möchte gern, dass jemand mich vielleicht kopiert oder das Gleiche macht. Also ich würde das gern sehen. Marschieren zur Musik, das können viele Blasmusiker. Aber dazu tanzen, das können wohl nur die Men in Blech. Wow, was für eine coole Truppe, mein Gott nochmal, wirklich. Und Moritz versucht schon die ganze Zeit irgendwo mit reinzugehen, so in die Melodie, ne?